Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Simple King schminkt Pferde. Nicht. Hallo und willkommen zu einem neuen Mod-Review. Diesmal geht's um einen 3D-Items-Mod, der eigentlich nur macht, dass wenn ihr jetzt Items auf den Boden werft, dass sie dann 3D erscheinen. Boah, voll 3D, Alter! Okay. Ihr seht, ich habe sie mir gedownloadet mit dem Mod-Loader, weil ich was gegen meinen Fork hab. Mein Spaß, ich hab's einfach so jetzt gemacht und ja. Dazu benötigt ihr, wie es wahrscheinlich ihr schon manche gedacht habt, Sprachfehler verloren. Modloader. Diese beiden Items, das ist nochmal noch Clean Minecraft, ja. Und ja, dann fangen wir mal an. Windows-Zeichen wie gehabt, Prozent, App, Data, Prozent. Dann kommt ihr in euren Roaming-Ordner. Punkt Minecraft, Bin, Minecraft-Jar-File, öffnen mit, WinRAR-Receiver müsst ihr euch downloaden, sonst geht das nicht. Jo, und dann müsst ihr hier bei euch, wenn ihr noch nie einen Mod installiert habt, einfach eine Meta-Inf sein. Meta-Inf müsste dann ungefähr so hier aussehen. Meta-Inf. Da macht ihr dann einfach ganz... Nein, was soll denn das? Rechtsklick und Dateien löschen. Bei dieser Meta-Inf und jo, dann löscht ihr das, weil das hindert euch daran, Mods zu installieren. Jo, ganz gehabt, machen wir einfach Modcloder auf. Modcloder. Sprachfehler. Markiert alles, alle Class-Dateien, zieht sie hier rein. Okay, fertig. Das gleiche macht ihr mit den Class-Dateien in 3D-Items. Einfach alles reinziehen. Okay, Mods installiert. Wir sehen uns gleich in Minecraft. Bis gleich. Hihi, Pferde sind toll. Nein, gar nicht. So, dann sind wir in-game. Wir sehen schon hier an den Samen, die ich weggeschlagen habe. Wirkt ein wenig 3D, ne? Das gleiche ist mit Schienen, oder mit Wolle, oder mit einem Hebel, oder mit TNT, oder mit einer Spitzhacke, oder mit einem Apfel, oder mit einem Feuerzeug, oder mit einem Zaubertisch, oder, was war denn das überhaupt? Ja, vielleicht brauchst du das. Mit einem Enderpot. Toll, ne? Ich will das benutzen. Ich will das benutzen. Okay, geht nicht. Anzünden. Jo, also das war's eigentlich schon. Sieht alles so dann 3D aus. Und ja, das war's mit dem Mod. Ich verabschiede mich. Du solltest aber eigentlich angehen, nicht kaputt gehen. Ich komm gar nicht. Dab-dab-dab. Bis zum nächsten Mal bei Simple King präsentiert. Irgendwelche sinnlosen Mods, die es gar nicht interessieren, aber bis jedes Mal. Ciao.